Dr. Becker, 49 Jahre alt, zwei Kinder, Rechtsanwalt und seit dieser Legislatur im Bundestag, vorher war er im Landtag NRW. Und sein Thema ist Remigration. Ja, ja, jetzt ist das. Ja. Danke dir. Also, viel Spaß mit ihm. Bis dann. Danke, Andreas. Ich muss nur kurz erwidern, weil der Harald eben meinte, der junge Mann erzählt gleich was. Also ich bin nächstes Jahr 50, also durchaus überschaubar mit der Jugend bei mir. Insofern so viel dazu. Ja, ein bisschen enttäuscht bin ich heute schon, muss ich sagen, abgesehen davon, dass ich 2 Stunden zu spät bin. Ich bin es nicht schuld, aber ich hätte es ja ahnen können, weil ich bin mit der Bahn gefahren. Erst Fliegerbombe, dann Zug ausgefallen, dann nochmal irgendwas, ich weiß es nicht. Jetzt bin ich aber da, ist auch schön dunkel hier mittlerweile. Ich freue mich, dass Sie da sind. Aber ich bin insofern etwas enttäuscht, weil wir waren ja schon mal hier vor 6 Jahren, 2018. So, wir haben gerade gehört, der Bürgermeister gibt sich auch die Ehre. Dürfen wir kurz zum Bürgermeister vorstoßen? Guten Abend, Sie sind der Bürgermeister von Overath? Ja. Großartig, willkommen. Beckham, mein Name, wir haben gleich einen Vortrag drin. Dürfen wir Sie einladen, dass Sie uns... Nee, ich habe da kein Interesse. Sie möchten draußen bleiben? Ja. Aber es gibt was zu essen und zu trinken drin. Das ist aber kein anderes. Sie wollen nicht wissen, was wir erzählen? Nee. Aber Sie wissen, dass es Grund gibt, dagegen zu demonstrieren? Ja. Okay. Schon eine Weile her, so Halbzeit sozusagen, wenn man auf die AfD-Zeit blickt. Und da war das hier alles viel voller. Also insbesondere da draußen natürlich. Ja, ja. Sie erinnern sich? Ja. Sehr schön. War eine gute Zeit damals, ja? Also ein bisschen Folklore gehört dazu. Ich und viele andere haben es, ich sag mal, auf gewisse Weise auch gut gefunden, weil natürlich, das muss ich dazu sagen, es nützt uns ja. Diese ganze Aufmerksamkeit, die dadurch entsteht, Presse berichtet, Riesentamtam und so weiter und so fort, natürlich auch ein paar Videos, Gespräche und so fort, das nützt uns. Das heißt, dieser Irrsinn, diese demokratiefeindlichen Bestrebungen, die typischerweise durch, ich sag mal, eine Schnittmenge von SPD, Grünen, Gewerkschaften, Kirchen und ähnlichen Asylgewinnlern draußen stattfinden, sind nützlich für uns. Insofern, hier haben Sie es verstanden, entweder ist, weiß ich nicht, irgendwo Freibier in Overath, oder Sie haben es verstanden, dass es uns nütz und lassen ist. An der Stelle eben schade, vielleicht bei anderer Gelegenheit wieder. Aber wir haben ja uns. Vor ein paar Monaten war das ganz war es noch so? In Kürten. In Kürten. Gut, aber wir in Overath waren Sie ja vor 6 Jahren mal, deswegen haben Sie diesmal Kürten gewählt. Sei es drum, damals habe ich über das Thema Demografie erzählt. Demografie in Afrika war der Schwerpunkt. Und letztendlich läuft es auch heute darauf auf gewisse Weise hinaus. Wenn Remigration ein Thema sein soll, dann hängt das eben auch mit Demografie zusammen. Aber sozusagen der Aufriss des ganzen Themas ist das, was ich im Bundestag tue, was ich im Landtag getan habe, was ich beruflich getan habe, Bauen und Wohnen. Da könnte man jetzt meinen, uiuiui, dröges Thema, eher so Orchideenfach, nicht so spannend. Ist ja kein AfD-Thema so sehr. Falsch, völlig falsch. Das Thema Wohnen ist sozusagen der Kulminationspunkt von Migration, sozialer Frage und dem, was viele umtreibt. Wenn Sie jetzt hier viele Vermieter unter Ihnen haben, dann sagen die, läuft doch. Ne? Mieten sind gestiegen im Vergleich zu letzten Jahr 5,5% im Schnitt, in den großen Städten 8%, also Angebotsmieten, in Berlin sogar 13% im Vergleich zum letzten Jahr. Da kann einem als Vermieter das Herz schon mal höher schlagen, das verstehe ich. Viele sind aber keine Vermieter und es geht ja nicht darum, dass irgendwie den Vermietern sei es gegönnt, aber dass nur Vermieter daran verdienen, sondern es geht darum, dass wir bezahlbaren Wohnraum für möglichst breite Schichten der Bevölkerung haben. Ne? Wohnraum für alle, leicht angelehnt an Ludwig Erhard. Das haben wir eben nicht mehr und da können wir uns ja fragen, warum ist das so? Ne? Klassische Frage, warum ist das so, was sind die Ursachen? Und dann hört man allerorten, ich nehme es vorweg, ich weiß schon, einer weiß die Lösung, aber ich nehme es vorweg, es wird zu wenig gebaut. Stimmt doch, oder? Überall hören Sie, es ist zu teuer zu bauen, es wird zu wenig gebaut, kann sich keiner mehr leisten, deswegen haben wir zu wenig Wohnraum, das führt zu einer Wohnungsnot. Klingt logisch, oder? Darf ich mal was sagen? Nee. Nee, machen wir am Ende. Ja. Es sei denn, ist jetzt... In Hamburg entstehen große Häuser, ja. Wo ja nur Ausländer reinkommen. Ja, das ist nochmal ein extra Thema, ehrlich gesagt, das ist ein extra Thema. Aber machen wir nachher sozusagen eine Fragerunde und so weiter zu allen dreien, würde ich sagen. Aber ich habe das jetzt mal so apodiktisch vorangestellt, es wird zu wenig gebaut, weil es auch viel zu teuer ist, wer soll das noch bezahlen? Aktuell, sagen die großen Verbände, müsste man
21 Euro netto, Entschuldigung, netto kalt. 21 Euro netto kalt nehmen. Pro Quadratmeter im Neubau, um das Ganze herzustellen. Das heißt Grundstück und Baukosten. Wer zahlt hier 21 netto kalt? Ich sage mal 3 Euro Betriebskosten haben sie auch noch oben drauf. Also 24 Euro im Monat. Wer zahlt das? Wo sind die Zahnärzte? Na? Naja, oder Bundestagsabgeordneten, sagen wir so, ja. Also da muss man schon wirklich gut verdienen. Und selbst dann verdorrt einem ja die Hand, wenn man die Überweisung irgendwie tätigt, weil es einfach wahnsinnig viel Geld ist. Stellen Sie mal vor, 100 Quadratmeter, jetzt mal so grob gerechnet, Neubau 100 Quadratmeter ist nicht viel. Familie mit 2 Kindern, 100 Quadratmeter ist schon, ich sag mal, nicht optimal mit 2 Kindern. Dann haben Sie fast 2.500 Euro. Ne? Plus noch Strom, plus noch Internet, sind Sie bei 2.500 im Monat. Und das aus dem Nettoverdienst wird eng. Wird eng. Insofern ist Neubau in Deutschland derzeit ein Problem. Die großen Bestandshalter, man kennt sie, Vonovia und so weiter, die bauen jetzt alle nicht so richtig, die kaufen im Bestand und modernisieren, ist günstiger als alles andere. Tja, woran liegt's? Alles zu teuer, die bösen Vermieter bauen nicht. Wer sind die bösen Vermieter? Die Hausbesitzer. Ja, genau. Ganz normale Leute. Ganz ehrlich, von Ihnen sind garantiert auch einige Vermieter und völlig zu Recht, das ist auch gut so. 2/3 der Wohnungen in Deutschland gehören Kleinvermietern. Der Handwerker als Altersvorsorge, 3-4 Wohnungen, das ist die Rente. Oder die Witwe, die geerbt hat, ne? Die Versorgung vom Mann und so weiter. Das sind ganz normale Leute, die Preise nicht nach oben treiben, die Mieten, sondern die davon leben. Völlig in Ordnung. Konsumverzicht früher, dadurch halt Wohneigentum, Haus, was auch immer angeschafft und das wird vermietet. Tolle Geschichte, genauso funktioniert, die schaffen Wohnraum. Aber es ist zu teuer geworden. Ja, liegt es wirklich an dem fehlenden Angebot? Also, ne, wir haben ja eben gesagt, es ist alles teuer geworden, es wird nicht genug gebaut, aber es wird ja nach wie vor gebaut. Wir hatten letztes Jahr ungefähr 300.000 neue Wohnungen in Deutschland, kamen dazu. Es sind eben nicht Hunderttausende einfach weggefallen, zusammengebrochen, weggeflogen, verschwunden, in Luft aufgelöst, sondern es kommen jedes Jahr Hunderttausende Wohnungen dazu. Und trotzdem hören Sie aller Orten, jedenfalls in den großen Städten und auch hier im Speckgürtel, von Wohnungsnot. Also Angebot wächst, auch wenn es teuer ist. Deswegen gucken wir doch mal auf die Nachfrage. Genauso. Also, das ist der wesentliche Faktor. Wir müssen immer mal überlegen, was sind die Ursachen. Da kann man immer runterbeten, das hören Sie in den Medien, das hören Sie von anderen Parteien. Angebot ist zu wenig, bauen, 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 wir müssen fördern. Ja? KfW soll dauernd fördern, nur wie viel wollen die fördern? Wie viele Milliarden, Fantastilliarden, Trickstilliarden, mit wessen Geld? Ist nicht da. Ist nicht da, funktioniert nicht, zumal dann immer ein Standard gefordert wird, der ungemein teuer ist. Aktuell, ich will es nicht übertreiben mit den ganzen Begriffen, aber KfW 70 ist aktuell sozusagen der Standard, den man bauen muss. Und die Förderung kriegen Sie eben nur, wenn Sie noch energetisch aufwendiger bauen. Lohnt sich grundsätzlich nicht, es sei denn, Sie wählen die Grünen und können es sich leisten. Ja. Ja? Also für Besserverdiener ist das durchaus eine Option, weil ist ja eh egal. So. Aber für die meisten Leute eben nicht. Also das große Problem ist die Nachfrage. Angebot und Nachfrage, je nachdem, wenn es auseinandergerät, gibt es ein Preissignal. Das heißt, die Mieten steigen. Habe ich eben gesagt, die Mieten sind gestiegen, die werden weiter steigen. Die steigen auch wesentlich mehr als die Kaufpreise. Tja, wieso ist die Nachfrage so gestiegen? Ich mache es ein bisschen spannend. Ich komme nicht direkt auf die Migration, sondern natürlich gibt es dafür nicht nur eine Ursache. Also es gibt Hauptursachen, wesentliche Ursachen, über die keiner spricht, jedenfalls im Bundestag keiner außer uns. BSW dürfte auch bald damit anfangen. Sie haben jedenfalls heute lustigerweise eine, wie ich finde, sehr attraktive Frau von BSW hat einen Antrag rumgeschickt für einen Untersuchungsausschuss zu Corona im Bundestag. Den haben wir auch schon mal gestellt. Der wurde damals von denen auch abgelehnt, also von den Linken damals noch, von denen. Jetzt haben die einen eingebracht und suchen aber, das muss man auch sagen, mit allen Fraktionen das Gespräch. Also wir sind ja sonst immer so, ne, rühr mich nicht, also so dieses Schmuddelkind, mit denen spricht man nicht. Doch, auch wir sind wie alle anderen angesprochen worden, ob wir da nicht irgendwie mit einsteigen wollen. Das führt natürlich zu nichts. Sie machen noch ein bisschen Schaumschlägerei vor den Wahlen. Verstehe ich auch, ist auch genau richtig, soll man tun. Aber jedenfalls
wird das Gespräch, sozusagen das Klima im Bundestag, wird an der Stelle ein bisschen anders. Das ist gut. Also, die Nachfrage ist so hoch. Warum ist die Nachfrage so hoch? Ja, weil der Bedarf so hoch ist. Der Bedarf ist so hoch. Okay, aber ist das nur ein anderer Wort, ist ja nur ein anderes Wort. Bedarf ist ja nur ein anderes Wort für Nachfrage. Ist ja jetzt sozusagen Zirkelschluss. Nach dem Motto, es ist so das, weil es so viel regnet. Nee, das wird so noch gehen, das wird noch schlau. Aber so viel Bedarf, weil so viel Nachfrage ist. Also, weil wir so viele sind. Aha, guter Punkt. Sind wir so viele? Die Frage ist, wer ist wir? Wer ist wir? Also, wenn wir jetzt mal uns nehmen, und da ist mir die Frage, aber genau das sind die Fragen. Schaffen wir das? Haben wir Platz? Und so weiter. Wer ist eigentlich wir? Eingeborene. Eingeborene, genau. Also, ich sag mal Einheimische. Einheimische, und da meine ich ausdrücklich auch immer Leute nicht deutscher Herkunft. Der Türke, der Pole und was weiß ich. Ja? Und da haben wir ganz viele von, mit denen es wunderbar funktioniert und die auch genau vor dem gleichen Dilemma stehen, dass sie Steuern zahlen, Abgaben zahlen, Harald hat es gesagt, reichlich, und sich dann wundern oder mittlerweile auch nicht mehr wundern, dass sie mit ihrem Geld die Wohnungen bezahlen, zum Beispiel in Hamburg, ja? Ausschließlich für sogenannte Flüchtlinge, Sozialmigranten und Menschen, die das Zauberwort Asyl auf der Grenze sagen, genau. Die bekommen Wohnungen, die sie selber nicht bezahlen, die sie als Einheimische aber bezahlen, aber nicht bekommen. Ist, hört sich jetzt sehr populistisch an, ist aber so. Ja, ist ja nicht schlimm. Ich bin Populist. Ist ja kein Problem. Also ich bin ja Populist und ich versuche, Dinge einfach für mich selber, ist immer hilfreich, zu erklären und das dann so zu erzählen. Und ich glaube, es ist relativ einsichtig, wenn man sich überlegt, dass viele Menschen auf einmal da sind, dass dann der Bedarf an Wohnraum steigt. Kein Wunder, eigentlich nicht. Populistische Erklärung? Nö, relativ klar. Einen Schlenker möchte ich noch machen, um der Wahrheit Genüge zu tun. Die Nachfrage steigt ja nicht nur durch das große Thema Migration, steigt auch und insbesondere durch die große Zahl an Haushalten. Was meine ich damit? Haushalte. Also, am Markt, am Wohnungsmarkt wird ja nicht durch eine Einzelperson nachgefragt oder durch eine diffuse Anzahl von Leuten, sondern durch Haushalte, die gemeinsam eben diese Wohnung oder Haus nutzen. Und früher, 50er, 60er Jahre, waren die Haushalte eben mit mehr Köpfen versehen sozusagen. Da hatten wir eben noch 4, 5, vielleicht auch 6 Köpfe, also mehr Kinder, und die Oma hat auch noch da gewohnt. Heute ist das anders. Und die Frage stelle ich immer gerne, um das mal bewusst zu machen, was da eigentlich los ist. Das hat man, glaube ich, nicht so auf dem Zeiger. Wir machen nachher. Was glauben Sie? Jetzt Overath weiß ich nicht genau, aber im schönen Bergischen Land, aber ich sage mal eine Ecke weiter, Köln ist nicht weit, 20 Minuten. Wie viel Ein- und Zwei-Personen-Haushalte gibt es in Köln anteilig, prozentual? Aus der Hüfte. 50%? 60, 70, wer bietet mehr? 80, 75%. Circa 75%. Aber das müssen Sie sich mal vorstellen. Also nicht erfunden, die Zahlen. Ne? Gerne googeln, immer alles googeln, was ich sage. Einfach mal überlegen, 3/4 der Haushalte in der Großstadt, und das ist im Osten nicht anders, ja? Das ist in Dresden genauso. Also ungefähr immer so um ungefähr 75, vielleicht auch mal mehr, mal weniger, sind Ein- und Zwei-Personen-Haushalte. Dann gehen Sie doch mal Ihr Haus durch. Wenn Sie irgendwo wohnen, Mietwohnung, oder ist egal, Eigentum, ist egal, 6-Parteien-Haus. Wer wohnt denn da? Gehen Sie mal durch. Bei uns sind 4 Leute, die allein wohnen. Ja, genau, gehen Sie mal durch. Der wohnt allein, die nette Frau mit der Katze, der nette Herr mit dem Hund, die Alleinerziehende mit dem Kind, das nette ältere Pärchen, und schon haben Sie immer nur dieses Schema zu zweit. Ja? Das ist ja auch in gewisser Weise eine gute Entwicklung, weil Menschen werden älter, dann wohnen eben manche auch allein. Ne? Also, aber auch voll berufstätig. Man sollte sich halt junge Männer suchen, die sterben nicht so schnell weg wie die Alten. Ja? Ist so, ja. Aber genau. Aber das ist genau das Problem. Das ist genau das Problem. Sie haben unfassbar viel Wohnflächenverbrauch, weil die Haushalte eben entsprechend mehr brauchen. Weil jeder Haushalt, ob allein oder zu viert, hat eine Küche, hat einen Flur, hat ein Bad, einen Schlafraum, vielleicht ein Wohnzimmer, vielleicht. Ne? Also, ungemein viel Wohnflächenfraß. 50er Jahre pro Kopf 15 Quadratmeter, heute 45. Schon Luxus, ne? Die Oma wohnt auf 200, gibt es ja auch mal. 4 Personen auf 70 Quadratmeter gibt es ja auch, aber im Schnitt
Früher 15, wie heute in Tokio und Moskau. Und aktuell 45. Wird wohl weniger demnächst wieder. Das ist ein Riesenfaktor, warum so viele Wohnungen gebraucht werden. Weil nicht mehr Leute, wir sind eben nicht mehr, wir werden leider weniger, in der Tat. Die Kraft deutscher Lenden ist nicht mehr so groß. Und gleichzeitig haben wir aber mehr Haushalte. Das heißt, insofern wäre es schon sinnvoll, mehr Wohnungen zu bauen, weil der Bedarf da ist. Ansonsten würden wir halt alten WGs machen oder eben, ne, was ich eben ansprach. Man sucht sich halt Drittmann, Viertmann und so weiter, dann wohnen wir eben mehr zusammen im Haushalt. Das wäre auch eine Idee. Aber das ist ein Umstand, der ist seit langen Jahren sozusagen in der Gesellschaft da. Ne? Also wir vereinzeln immer mehr. Wir atomisieren immer mehr. Immer weniger sozusagen soziale Bindung und so weiter. Riesenentwicklung, Riesenproblem, auch Einsamkeit, Riesenproblem. Ja? Also in England gibt es sogar ein Ministerium, glaube ich, ein Beauftragter für Einsamkeit. Finde ich sehr sinnvoll. Brauchen wir, glaube ich, auch. Aber das ist eine Entwicklung, die können wir jetzt als Politik erstmal nicht schnell lösen. Denke ich, abgesehen von meiner Haremsidee für Frauen mit mehreren Männern. Die meisten haben Familien gehabt mit ein, zwei Kindern. Ja. So, und dann, wenn das alles nicht mehr ist, jemand ist weggestorben, dann ist man eben auch allein. Genau. Es ist ja auch auf gewisse Weise, also die Ökonomie sagt sogar, es ist Wohlstand, wenn man mehr Fläche pro Kopf hat. Es ist ein Wohlstandsgewinn. Ich frage mich natürlich, ist es ein sozialer Gewinn? Ist es wahrscheinlich eher nicht. Ne? Also es ist eine Frage der Lebensweise auch. Aber, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt, wir sind ja bei der AfD, darum geht es mir auch ganz offen. Also mir geht es nicht, das kann ich ganz offen bekennen, egal in welche Kamera ich das sage. Ich bin natürlich nicht bei der AfD, weil ich sage, ich hätte jetzt gerne die Dachschrägen demnächst immer so in der Bauordnung, fände ich toll mit Satteldach oder sonst was, oder alle sollen so bauen, grün oder gelbe Häuser. Mir geht es um Migration. Mir geht es um Migration und das kann ich am Beispiel Wohnung oder Wohnungsmarkt besonders gut klar machen. Weil, auch das ist, finde ich, eine wichtige Erkenntnis jedenfalls für mich, egal was passiert grundsätzlich, also Wirtschaftskrise, Wohnungskrise, vielleicht sogar ein Krieg, den sich keiner wünscht. Aber alle schon vorgekommen, die sind immer wieder hochgekommen. Also immer wieder sind natürlich schlimme Dinge passiert, man kommt aber immer wieder hoch. Mann, wir. Ja? Aber wenn ich eine Migrationsentwicklung habe, also eine demografische Wende im Sinne von, das ist nachher nicht mehr wir, die Frage ist, wer wird so wie wir? Das gibt es ja auch. Ne? Das ist ja auch gewünscht. Ne? Leute, die zu uns kommen, die nachher genauso sind wie wir, also Einheimische angesehen werden. Aber wie viele kommen und wer kommt da? Und wenn ich dann diese demografische Wende, das ist ja positiv ausgedrückt, also unkontrollierte Masseneinwanderung habe, dann habe ich irgendwann ein ganz anderes, nicht nur Gefühl, es ist alles anders. Dann kann ich eben nicht mehr so sein wie vorher. Ich kann auch die Produktivität nicht halten. Also es sind natürlich auch Unterschiede in jeder Form da. Und das ist der Punkt bei der Migration, die entsteht, oder die zugelassen wird, die gefördert wird, seit Jahren, seit 2015 auch schon davor. Das ist der Haupttreiber für Wohnungsnot, den wir haben. Und das muss man immer wieder laut sagen. Und es ist ganz einfach vorzuführen, wenn man einfach nur sagt, wir haben seit 2015, also knapp 5 Millionen mehr Menschen ungefähr, aber nicht mehr Wohnungen. Ganz einfache Rechnung, dann fehlt eben Wohnraum. Das führt zu höheren Mieten und immer mehr Menschen, Einheimischen insbesondere, die keine Wohnungen zu bezahlbaren Preisen mehr finden. Weil viele Menschen, die zu uns kommen, gerade wenn sie das versorgungssichere Zauberwort Asyl gesagt haben, die kriegen ja ihre Wohnung bezahlt. Sie kriegen teilweise, wie Sie gesagt haben, in Hamburg, da muss man gar nicht nach Hamburg gehen. Da kann man nach Leverkusen gehen, da kann man in fast alle Städte und Gemeinden gehen, wo Häuser gebaut, angekauft und gemietet werden von der Gemeinde. Das heißt, diese Wohnungen sind dem Markt entzogen. Gleichzeitig steigen wir durch die Mieten, weil da auch höhere Mieten gezahlt werden. Das ist ein ganz einfacher Mechanismus. Das heißt, der Wohnungsmarkt funktioniert. Er ist nur in Schieflage, weil die Nachfrage künstlich erhöht wurde. Und die Leute, die zu uns kommen, typischerweise, anders als in der Schweiz, dahin ziehen, die Miete nicht selber bezahlen. Es ist relativ einfach. Ja? Das ist der Haupttreiber für die Wohnungsnot in Deutschland, die politisch
angegangen werden könnte. Und das Schöne, die Erfahrung lehrt ja, es wird besser. Jetzt sind wir seit 10, 11 Jahren dabei, Eugen, ne? Seit 2013, 11 Jahre jetzt. Und das Tolle ist, die AfD in Thüringen, Sachsen bei 30% steht, dann schreit die CDU Zurückweisung an der Grenze. Also, so weit sind wir ja. Klappt noch nicht so richtig mit der SPD, ne? Also ist schwierig. Aber jedenfalls, die CDU bemüht sich gerade, ein bisschen Schaum zu schlagen. Und es war, glaube ich, auch ein CDU-Innenminister heute aus Brandenburg, glaube ich, korrigieren Sie mich, der gesagt hat, individuelles Asylrecht abschaffen. Ja? Abschaffen. Nur noch Institutsgrundrecht. Das heißt, nicht jeder kann sagen, ich habe Anspruch auf Asylrecht, auf Asyl, wenn ich das und das und das erfülle an Voraussetzungen, sondern wir sagen, wir geben dir jetzt Asyl, weil wir es wollen und nicht, weil irgendwelche Gründe vorliegen. Ja? Also, soweit ist die CDU. Insofern freue ich mich, ich stelle eine Kerze auf, vielleicht mehrere, dass wenn die AfD in Brandenburg vielleicht noch 35% oder mehr hat, oder nächstes Jahr oder dann ist ja in Sachsen-Anhalt, dann ruft vielleicht die CDU und andere vielleicht auch, ein BSW, wer weiß, eine FDP, wenn sie da noch gibt, dann rufen die nicht nur nach Zurückweisung an der Grenze, das ist das eine, ne? Leute nicht mehr reinlassen, ist das eine, aber die Millionen, die da sind und die kein Recht haben, hier zu sein, was machen wir mit denen? Und da sagen wir ganz freundlich, die einen sagen Tschüss, die anderen sagen gute Reise, Habibi. Man kann auch sagen Remigration. Remigration ist die große Lösung für das Problem, was wir haben. Auf dem Wohnungsmarkt, auf dem Arbeitsmarkt, im sozialen Bereich und ehrlicherweise auch im Bereich Kriminalität und alles, was da passiert. Weil, wenn ich mal so ein Bild hochhalte, wissen Sie, wer das ist? Maria Ladenburger, junge Frau, 19, Medizinstudentin in Freiburg gewesen. Vergewaltigt, umgebracht von einem Asylanten. Krasses Bild, macht keine gute Laune, definitiv nicht. Aber es gibt viele solcher Bilder. Und es wird leider nicht weniger. Und genau das muss man sich auch vor Augen halten, bei allem, was ich über Wohnungsmarkt sage, über Geld, was ausgegeben wird, Milliarden, die wir jedes Jahr ausgeben, die wir erst jemand wegnehmen müssen und dann anderen Leuten geben, mit denen wir aber dann auch oftmals, nicht mit allen natürlich, aber mit vielen große Probleme haben. Aber genau das, auch Kriminalität, sollte man auch mal in den persönlichen Gesprächen, die man führt, ich sag mal, mit gewogenen Worten, nicht zu aufgeregt, aber auch nennen und sagen, ganz ehrlich, wie stellt man sich denn jetzt ein Deutschland, ein Land vor, in dem wir leben wollen, in 5, in 10, man muss ja gar nicht so weit in die Zukunft denken. Man reicht ja schon 5 oder 10 Jahre, wenn es so weitergeht wie jetzt. Wie stellt sich ein Grüner das vor, ein SPDler, die da draußen stehen, normalerweise heute haben sie frei. Also wie stellen die sich das vor? Wie soll das weitergehen? An öffentlichen Plätzen, an Bahnhöfen, abends und da, wo ich wohne, in Windeck, ne? Da hinten, wo die Scheibe zu Ende ist, wo man runterfällt, auch da sehen sie das. Genauso in Brandenburg sehen Sie das schon, diese Entwicklung überall. Die Leute fühlen sich unwohl. Also ich war, das kann ich hier offen sagen, vor 2 Wochen mal im, das heißt, Luft- und Lichtbereich des Müggelsees, also Nacktbadestrand, am Müggelsee in Berlin. Das ist so im Südosten von Berlin bei Köpenick. Tolle Ecke, FKK, talerhuhnfreie Zone. Talerhuhn-freie Zone, den Begriff kennen Sie gar nicht. Talerhuhn kennen Sie? Ja, also, das ist, nein, aber Sie haben, ja, es ist ein bisschen witzig, aber Sie haben im Grunde genommen keinen Bereich mehr, wo Sie, sag mal, noch nur Einheimische haben. Aber da haben Sie es. Da trauen die sich nicht hin. Oder dann nur zum Gaffen, dann werden sie verscheucht. Also, genau das ist eben auch das Problem. Wohnungsmarkt ist eine relativ, ich sag mal, klare Sache. Soziale Frage, Migration, Problematik, die dadurch entsteht. Aber mit Migration hängt ja viel mehr zusammen, Harald hat es gesagt, wir sagen es überall immer. Und dann muss man auch mal in den Gesprächen vielleicht, je nachdem, wie man persönlich auch geeicht ist, es ist ja unangenehm, je nachdem, überlegen zu sagen, wie soll das weitergehen, wie ist es jetzt schon, was ist in 5 oder 10 Jahren? Und wenn das so weitergeht, jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter, muss man überlegen, ob man das sagen will, dann macht sich doch derjenige, der SPD Grüne wählt, Linke sind jetzt egal, die sind, das ist egal, aber wer diese Parteien wählt,
die das befördert haben. CDU hat damit angefangen, so ist nicht. Ja? CDU ist auch einer der größten Verursacher in der ganzen Problematik, aber die es gerade vorantreiben und die es ideologisch auch in sich tragen, sind vor allen Dingen die Grünen natürlich, da muss man doch irgendwie sich auch klar machen, dass dann genau diese Messermörder und Gruppenvergewaltiger weiter da sind und ins Land kommen. Und natürlich sagen wir nicht, das sind alle, aber es sind überproportional viele. Und wenn Sie dann mal schauen in der Statistik, dann haben Sie nämlich 7-fach so hoch die Delinquenz, also die Tatverdächtigen und teilweise Täter, bei Sexualdelikten bei Afghanen wie in der Westbevölkerung. Und genau sowas muss man den Leuten mal nahe bringen und sagen, okay, ist das der Preis, den wir zahlen wollen? Wofür eigentlich? Also wofür? Und etliche andere, die bekommen keine Kinder mehr. Nein, das ist ganz schrecklich. Die Frau ist ja gestorben, das ist ganz furchtbar. Ja, aber das ist das, man muss den Leuten mal vergegenwärtigen, was der Preis für ihre, wie immer sie es nennen wollen, Vielfalt ist. Und da sage ich mittlerweile, wie gesagt, immer überlegen, wie deutlich man werden will, je nachdem, mit wem man zu tun hat. Oder sage ich auch, eure Vielfalt tötet. Ja. Soweit ist es. Und genau das ist es leider. Und der Begriff Remigration ist ja noch nicht richtig fest. Also er ist ja nicht irgendwie definiert oder wir haben nicht das große Konzept. Das ist ja, ich sag mal, immer wieder angebracht worden durch verschiedene Vertreter von uns über die letzten 2 Jahre und hat nicht richtig funktioniert, dass die Presse es aufgegriffen hat. Es war so ein bisschen unter der Wahrnehmungsschwelle. Im Januar wollte dann eine Medienhysterie- und Lügennetzwerk namens Korrektiv diesen Begriff ganz groß machen, das haben die auch geschafft. Dafür bin ich sehr dankbar. Wir haben es als AfD mit wirklich vielen Lügen, muss man sagen, auch gerichtlich festgestellten Lügen mittlerweile. Die Junge Freiheit macht da große Arbeit, die berichtet nämlich sehr klar darüber, die anderen Zeitungen nur sehr beschämt. Aber der Begriff ist jetzt immer mehr gesetzt. Im Osten ist er sehr, sehr prominent gesetzt worden, gerade in Thüringen und auch in Brandenburg, finde ich sehr, sehr gut. Und immer mehr junge Leute sagen auch, das gibt mir Hoffnung. Und mir gibt es auch Hoffnung, als nicht mehr so junger Mensch und Ihnen vielleicht auch, dass man sagt, es gibt eine Perspektive, dass es eben nicht so bleibt. Also die eine Sache ist Zurückweisung, keinen mehr reinlassen. Aber was ist mit denen, die schon da sind, die kein Recht haben, hier zu sein? Und ich rede da einfach mal über Leute wie viele Syrer. Nicht alle, aber alle, die allermeisten. Weil wir haben, Gott sei Dank mittlerweile festgestellt, von dem deutschen Gericht und von mehreren sogar, in Münster sogar, OVG Münster, die sonst nicht so hold sind bei uns, festgestellt, dass ein Schutzbedürfnis, das war ein Fall, eines Syrers nicht mehr vorliegt. Also Schutzbedürftigkeit ist so ein Schutzstatus in Deutschland, ist das Geringste, was man kriegen kann, aber man darf hier bleiben. Ja, kein Asylrecht, keine Genfer Konvention, aber schutzbedürftig. Das heißt, wenn man zurückgeschickt wird, hat man einen großen Schaden zu erwarten. Und genau deswegen wird man nicht zurückgeschickt. Und bei so gut wie jedem Syrer wurde das einfach per se gesagt. Das ist gerichtlich festgestellt, ist aber nicht mehr so. Das heißt, Frau Merkel soll Recht behalten. Sie hat mich gesagt, die müssen dann wieder zurückgehen, wenn der Krieg vorbei ist. Der Krieg ist weitgehend vorbei, also müssen sie zurückgehen. Damit hätten wir, wenn wir das durchziehen, und darum geht es, dass eine CDU irgendwann, gerne angetrieben von der AfD, solche Dinge tut, gerne wir auch direkt, dann hätten wir, wie schnell geht das, über einen Zeitraum von einigen Jahren 950.000 nicht mehr länger hier Wohnende. Ja? Dann sind wir beim Wohnungsmarkt und hätten wieder viele freie Wohnungen und hätten auch viel Geld, was nicht mehr dafür gezahlt werden muss. Ähnliches Spiel bei Ukrainern. Wir haben noch mehr Ukrainer hier. Ich glaube, mit Ukrainern ist es deutlich einfacher, das Zusammenlegen, Integration und sagen wir, Kriminalität, als typischerweise mit Syrern, statistisch. Der Einzelne ist davon nie betroffen. Es gibt ganz tolle Syrer, ganz tolle Afghanen, aber statistisch ist das so. Und wir haben 1,2, 1,3 Millionen Ukrainer hier. Also, auch das sind natürlich Menschen, die ganz überwiegend, wenn sie jetzt nicht einen Ehepartner finden oder wie auch immer, in ihre Heimat zurückgehen müssen. Und im Grunde genommen das auch jetzt schon. Weil natürlich können sie in Lemberg oder sonst wo im Westen der Ukraine leben. Und viele haben sich hierhin begeben, weil natürlich hier auch mehr gezahlt wird.
Das ist so. Es gibt Leute, die sind von Frankreich und Spanien zu uns gekommen, weil hier mehr gezahlt wird. Das war der Begriff damals sehr viel bei Herrn Merz, Sozialtourismus. Muss man nicht so nennen, trifft es aber auf den Punkt. Ja? Dann hätten Sie auch schon mal über eine Million. Wir haben ungefähr 400.000 Afghanen im Land. Afghanen, die schon lange hier sind, 70er Jahre, 80er Jahre, aber eben auch ganz viele, die gerade gekommen sind. Diese Menschen müssen auch ganz überwiegend in ihre Heimat zurück. Insofern ist das diese Perspektive für mich eine wirkliche Hoffnung. Und genau die würde ich auch ausstrahlen, dass, wenn eine AfD was zu sagen hat, ob im Rahmen einer Koalition oder sogar in einer Regierung selber, in einem Land, im Bund, ne, wir beten alle dafür, dass dann genau solche Dinge angestoßen werden. Und zwei Beispiele dazu. Wenn AfD was zu sagen hat, unabhängig davon, ob sie dann schon was tut, aber wenn die Perspektive da ist, dass sie was zu sagen hat, richten sich Leute schon danach. Das heißt, Leute, die nach Deutschland kommen wollten, werden hier nicht mehr hinkommen. Leute, die in Thüringen sind, werden sagen, gehe ich besser mal nach NRW. Ja? Ja? Ist auch so. Genau solche Effekte haben sie immer und überall. Die Leute reagieren auf Signale. Ne? Eben Nachfrage und so weiter. Signal, Miete. Und sie haben, ein Beispiel noch, sie haben zum Beispiel in Irland, nette kleine Insel, sehr grün, da wohnen gar nicht viele Leute. Also das waren zur Jahrtausendwende ungefähr 4,1 Millionen. Jetzt sind es über 5 Millionen, 5,6 oder so. Also auch sehr, sehr rapide gewachsen, die Bevölkerung, auch gerade durch Asyl, aber auch durch Wirtschaftsmigration, weil das ja sehr prosperiert. Und die Zahlen in Dublin, in der Hauptstadt, für ein Apartment, so 80 Quadratmeter, 2.500 Euro. War gerade ein Bericht der FAZ. Ne? Also kann man sich aussuchen, Overath oder Dublin, ähnliche Lage, Top-Standort. Und das Ding ist, immer weniger Leute können sich das leisten, ist ja klar. Und bevor jetzt die neue Regierung gewählt wurde, als die Konservativen noch dran waren, vor ein paar Monaten, ne, wurde gerade gewählt, leider in die falsche Richtung, da gab es dann noch mehr Asylanten, als ohnehin schon nach Dublin und Irland kamen, weil viele aus England rüber sind nach Irland, weil in England die Diskussion gelaufen ist, dass diese Menschen nach Ruanda geschickt werden. Das heißt, die haben natürlich überlegt, verdammte Axt, dann würde ich hier nicht mehr bleiben, weil ich werde nach Ruanda geschickt, dann gehe ich doch nach Irland. Das heißt, da ist noch mehr Druck entstanden. Diese Leute weichen aus. Also, wenn wir klare Signale senden und wenn wir auch Leute, die von Seenot schleppern, über das Mittelmeer gebracht werden, wieder zurückbringen, eben nicht nach Italien, sondern nach Tripolis, nach wohin auch immer, ja? Also nordafrikanische Küste, dann werden sie die 100 Leute zurückbringen und 1000 andere abschrecken, die sagen, lohnt sich gar nicht, ich fahre erst gar nicht los. Ja? Also Remigration bedeutet klare Signale senden. Gerne auch es unbequemer machen, eben weniger Geld zahlen. Ja? Es wird eben nicht mehr Bürgergeld gezahlt, es wird eben nicht mehr die Unterkunft gestellt, es wird eben nicht mehr eine Wohnung auf dem freien Wohnungsmarkt bezahlt, es wird nachher eine Sammelunterkunft geben. Es gibt, wie René Springer, unser Mann in Brandenburg, gesagt hat, Bett, Brot, Seife. Völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung, genauso soll es sein. Und je nachdem, was für Kandidaten diese haben, wie in Schweden die Diskussion jetzt gerade, dann zahle ich ihnen 30.000 Euro. Also in Schweden ist Diskussion mit 30.000 Euro. Ja? Ist auch egal. Also ich finde das egal. Ob das nachher 20 sind, 30 sind oder wie auch immer. Das Geld ist gut angelegt, weil wir wirklich Probleme sonst im Land weiter haben. Wir sollten selber bestimmen, wer kommt und selber bestimmen, wer bleibt und genauso selber bestimmen, wen wir nicht reinlassen und wen wir nach Hause schicken. Ne? Thema Tschüss. Ja. Noch ein Punkt, bevor Sie alle hoffentlich viele Brötchen mitnehmen und Frikadellen, weil es sind noch einige, nicht hier lassen. Ein wichtiger Punkt noch, also logistisch kann man das umsetzen, das dauert natürlich Jahre. Ne? Das ist nichts, was man irgendwie schnell umsetzen könnte. Juristisch ist das möglich, vieles wäre jetzt schon möglich, weil die Rechtslage so ist, nach dem Motto, da ist kein Schutzbedürfnis, also gute Reise in die Heimat. Ja? Wird nur nicht umgesetzt.
wenn es solche rechtlichen Möglichkeiten nicht gibt, muss man sie eben schaffen. Ja, also auch das ist gut. Wirtschaftlich wäre es ein großer Gewinn für unser Land, wenn wir eben nicht, keine Ahnung, 30 Milliarden, ich glaube, das ist belegt, ne? Aber wie viel kosten noch jedes Jahr? 40, 50? Was haben wir noch an Kosten mit Justiz, Polizei, öffentliche Ordnung, alles Mögliche? Es ist ja diffus. Es ist ja gar nicht gewollt, dass es bekannt wird. Ja? Nochmal? Na, es gab mal eine Berechnung von Raffel Hüschen, einem Ökonomen, der mal zusammengerechnet hat nach dem Motto, Fachkräfte kommen, die zahlen unsere Rente. Ich freue mich drauf. Nein, im Gegenteil, es ist ein Negativgeschäft, wenn man es mal rein wirtschaftlich betrachtet. Es gibt auch wieder der Blick nach Norden. In Dänemark eine Studie, die heißt MENAPT-Studie, schon gehört, genau. Also MENAPT, Middle East, Nordafrika, Pakistan, Türkei. Und die haben einfach mal statistisch erfasst. Wie gesagt, es geht nie um den Einzelnen. Es gibt ganz tolle Leute, die auch ganz viel beitragen in der Hinsicht, wirtschaftlich, kulturell oder wie auch immer. Aber statistisch haben die mal festgestellt, was trägt denn der Durchschnittsdäne im Laufe seines Lebens bei? Also kriegt er mehr Sozialleistungen oder zahlt er mehr Steuern? Ne? Also öffentliche Gelder. Der Däne ist dann überwiegend im Plus, andere westliche Einwanderer auch. Dann gibt es noch weitere Einwanderer weltweit und eben diese genannte Gruppe, ja, also ich sag mal Nordafrika, Nahe Osten, die tragen rein statistisch jedenfalls zu keinem Zeitpunkt etwas zu öffentlichen Finanzen bei. In Dänemark. Ist natürlich ganz anders in Dänemark als bei uns, ne? Völlig anderes Land und so weiter. Also ich vermute mal, man könnte das relativ klar auch hier auch so anwenden. Aber sowas ist nicht gewünscht, derzeit jedenfalls nicht. Letzter Punkt. Wichtiger Punkt, finde ich. Dann wird Ihnen aber gesagt, ja, aber wir müssen denen doch helfen. Wir müssen doch, wir haben doch Humanität, Kolonialismus, Drittes Reich. Ja, wir müssen Menschen, die haben auch geschenkt. Also, ich sag mal, Moral. Wir müssen helfen. Da sage ich erstmal, nein, müssen wir nicht. Nein, müssen wir nicht. Erstens, nein. Zweitens, können wir gerne machen. Also wer das machen möchte, der das fordert, frage ich erstmal nach, was hast du denn getan? Wie viel hast du denn aufgenommen? Ach, kein Platz? Okay. Wie viel hast du denn gespendet? Ach, kein großes Einkommen? Geh doch mehr arbeiten. Dann hast du mehr Einkommen, dass du dann spenden kannst. Wirklich mal, wirklich so vorhalten. Ansonsten wird immer nur sozialisiert. Ja? Also, wichtiger Punkt. Man muss den Leuten sagen, wir haben keine Verpflichtung. Wir können aber gerne helfen. Aber wenn dann doch, bitte vor Ort. Weil ich mit dann einem Euro, ich sag mal, Faktor 10 erreiche, wie hier. Und ich dann eben in den Nachbarländern das stabilisieren kann. Und wenn ich dann immer sage, na gut, aber ein paar müssen wir aufnehmen. Die wollen das doch. Ja, ich sag, ja, ich will auch viel. Aber dann bin ich wieder beim Thema Demografie. Und das nehmen Sie bitte noch mit. Das erzähle ich aber auch immer, ehrlich gesagt. Demografie, wenn man das einmal sich vor Augen führt, genauso wie mit den 75% Ein- und Zwei-Personen-Haushalte, ne? Hat man sich gewundert. Wenn wir überlegen, wir nehmen 500.000 Menschen auf, als Deutschland oder als Europa, okay, was ist denn dann? Das sind 500.000 Menschen von woher auch immer, Afrika, Pakistan, Afghanistan, hier. Was passiert denn da? In Windeseile ist dieser Abwanderungsverlust ausgeglichen. Also, kurze Beispiele nochmal, plakativ, Afghanistan. Afghanistan, mittlerweile kennen wir auch jede Menge Städte da vor Ort, wegen der ganzen Geschichte jetzt seit 20 Jahren. 2001, als die Amerikaner da einmarschiert sind, gab es in Afghanistan 19 Millionen Menschen, ungefähr. Dann sind die 2022 abgehauen, wir auch. Ne? Ziemlich rasant, ziemlich peinlich, abgehauen. Hätte man gar nicht hingehen sollen? Ja, wahrscheinlich schon. 20 Jahre später, nach 20 Jahren, Krieg, Zerstörung, komplettes Programm. Wie viel von den 19 Millionen Menschen, oder wie viele Menschen waren denn dann da, nach 20 Jahren? Doppelt 40. Genau.
Genau. Die haben sich, also googeln Sie es bitte. Die haben sich in diesen 20 Jahren verdoppelt. Also als wenn wir uns auf 160 Millionen verdoppelt hätten. Und ich rede nur über Afghanistan. Noch nicht über Pakistan, noch nicht über Irak. Irak hatte in den 60er Jahren ungefähr 6 Millionen Einwohner, der Irak. Heute hat Bagdad mehr. Nur Bagdad. Also, wir haben da eine demografische Entwicklung, die ist immens. Wir werden das nicht auffangen können. Wir werden das auch nicht lösen können mit irgendwelchen Geldern, mit Fluchtgründen beseitigen. Nicht wirklich. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir uns klar dafür entscheiden müssen, wir lassen nur den rein, den wir wollen und alle anderen nicht. Das ist das Signal, was wir senden müssen, finde ich. Und wir müssen alles tun, finde ich, finden auch Teile der AfD, finde ich, sollten auch immer mehr Leute denken, alles dafür tun, dass das Projekt der Remigration unterstützt und alles vermeiden, was dem schadet. Dann haben wir eine Perspektive, dass vieles in dem Land besser wird. Damit schließen wir nicht alle aus. Mit vielen Leuten klappt es gut, wollen wir, aber mit ganz vielen Leuten, wir haben es eben gesehen, ein Beispiel, ein krasses, ist eben als ein Beispiel von vielen, wollen wir auf gar keinen Fall. Der Wohnungsmarkt ist sozusagen nur ein Beispiel dafür, was alles schiefgehen kann. Und wenn Sie den Begriff Remigration heiter offensiv draußen verbreiten, mit aller gebotenen Vorsicht, wo Sie gerade sind, dann hat das immer mehr Chance auch durchzusickern. Die Leute werden sagen, ja, das ist eine Hoffnung, Perspektive, das funktioniert. Insofern vielen Dank. Wir machen gerne eine Fragerunde, wenn Sie möchten. Vielen Dank.